Yo Freunde, ganz herzlich willkommen zum neuen Video. Heutiges Thema ist meine Bimax-OP, meine Kieferoperation, die jetzt mittlerweile schon einen Monat her ist, was ich tatsächlich fast unglaublich finde, weil ich es gar nicht beschreiben kann, wie komisch das Ganze für mich ist, weil ich echt das Ganze viel schlimmer eingeschätzt habe für mich, als es am Ende war. Ich habe jetzt auch seit kurzem wirklich gar keine Einschränkungen mehr im Alltag, abgesehen vom Essen. Da muss ich sagen, dass ich aktuell noch nicht abbeiße. Also ich beiße noch nicht von Sachen wie Brötchen oder Pizza, sowas würde ich noch nicht abbeißen. Aber ich kann mittlerweile nahezu alles kauen, abgesehen von Nüssen. Also alles, was keine Nuss ist, so kann ich einigermaßen gut kauen. Abbeißen geht noch nicht wirklich gut, aber trotzdem finde ich es unbeschreiblich, dass jetzt ein Monat her ist, seitdem ich so aussah hier oben im Krankenhaus und die schlimmste Operation, die mit eingreifendste Operation in meinem Leben hatte, dass ich die so gut weggesteckt habe und so glücklich bin, dass ich endlich nach 18 Jahren einen normalen Kiefer habe. Das ist für mich selber unbeschreiblich und deswegen finde ich es auch ziemlich komisch. Mich hat dieser Kiefer so extrem lange beschäftigt. Über Jahre habe ich mich jeden Tag damit geplagt, was mit meinem Kiefer ist, wie die Operation sein wird. Und jetzt habe ich einfach die Operation überstanden und sitze jetzt hier vor euch mit ganz bisschen Schwellung noch, mit nichts, was mich irgendwie einschränkt. Ich sehe ganz normal wieder aus. Ich kann mich ganz normal beteiligen am Alltag, wie jeder andere auch. Natürlich achte ich auf meine Ernährung und probiere alles dementsprechend zu machen, dass mein Kiefer so gut es geht heilt. Aber trotz dessen bin ich davon echt baff, wie gut das Ganze bei mir verheilt ist. Und man muss dazu auch sagen, was ich wirklich jedes Mal erwähne, was mein Kiefer angeht, habe ich ein unglaubliches Glück, was meine Heilung angeht. Natürlich tue ich extrem viel, wahrscheinlich mehr als jeder andere, was meine Heilung angeht. Dennoch habe ich immer noch ein extremes Glück, wie gut die Entzündung, wie gut der Kiefer, wie gut alles abgeheilt ist, was die Operation verursacht. Ich kann da wirklich dankbar sein. Ich muss die Gummis immer noch nachts tragen, sprich ich trage jede Nacht Gummis. Ich habe es, glaube ich, 2 Tage lang nicht machen können, weil ich es nicht geschafft habe. Aber ansonsten trage ich jede Nacht die Gummis. Hier und hier, um den Kiefer in der Position zu halten, in der er ist. Als ich das letzte Mal beim Kieferorthopäden war, hat er auch gesagt, dass mein Kiefer in einer guten Position ist. Und theoretisch bräuchten wir gar keine Gummis, aber wir machen es sicherheitshalber. Und das finde ich auch gut, dass man sicherheitshalber, ich glaube 6 Wochen nach OP, nachts Gummis trägt. Habe ich auch gar kein Problem. Also nachts Gummis tragen ist wirklich, schadet niemandem, also ist wirklich komplett easy. Tagsüber finde ich ein bisschen doof, weil man es immer zum Essen rausnehmen muss, was ich ein bisschen doof finde, und sprechen ist damit auch nicht ganz so schön. Aber zum Schlafen, Gummis tragen, absolut in Ordnung. Jetzt mal Revue passieren lassen zur Operation. Also die erste Woche nach OP war, glaube ich, die schlimmste. Also Woche 1 nach OP war wirklich schlimm bei mir. Woche 2 wurde alles viel besser und ich muss sagen, ab Woche 3, jetzt sind wir gerade in Woche 5. Ab Woche 3 war wirklich alles fast wieder normal. Also ich konnte dann wieder fast alles machen, was ich vorher auch machen kann. Natürlich kann ich noch nicht so mich so anstrengen wie vorher im Sport zum Beispiel. Natürlich achte ich darauf, dass ich nicht große Lasten hebe, um meinen Kiefer zu belasten. Weil ich muss ja darauf aufpassen, dass der Kiefer nicht irgendwie durch einen extremen Druck im Kopf irgendwie was passiert. Das ist so mein Gefühl zumindest, was ich mache. Das heißt, ich mache ganz leichten Sport mit wenig Gewicht, probiere mich nicht so sehr anzustrengen, probiere einfach ein bisschen Bewegung, ein bisschen glücklich sein in meinen Tag zu bekommen. Und das solltet ihr auch machen. Und wenn ihr diese Operation gerade vor euch habt wahrscheinlich, dann schaut euch am besten nicht die ganzen Horrorvideos an, die im Netz rumposieren. Ich habe mir die auch alle angeschaut. Deswegen hatte ich jahrelang mein Leben Angst und Panik vor dieser Operation. Jetzt habe ich sie hinter mir und bin überaus dankbar und glücklich und kann euch nur sagen, wenn ihr die Bimax-OP oder irgendeine Kieferoperation, ob es jetzt die GNE oder die Bimax-OP ist, vor euch habt, dass ihr da mit einem guten Gefühl rangehen sollt. Und auch, weil im Endeffekt ist es egal, ob ihr euch vorher die Videos angeschaut habt oder nicht euch die Videos angeschaut habt, weil im Endeffekt ist euer Körper individuell und wie euer Körper darauf reagiert, könnt ihr mit Videos angucken gar nicht beeinflussen.
Und das habe ich so daraus mitgenommen und wünsche euch dann ja einfach nur pures Glück. So Glück, wie ich es auch habe. Und probiert wirklich das Beste zu tun, dass euer Körper gut heilen kann. Auch die Psyche ist extrem relevant für die Heilung des Körpers. Ihr müsst da ein Gleichgewicht finden zwischen Psyche und Körper. Das ist wirklich ein Zusammenspiel. Und mit den Worten, Freunde, wünsche ich euch allen eine gute Operation, eine gute Heilung und wünsche euch einen schönen Sommer. Auch wenn es aktuell ziemlich regnerisch ist in Berlin, wünsche ich euch einen schönen Sommer, ein schönes Jahr 2019. Haut rein, Freunde. Samuel Lift ist out of lifting und glücklicher denn je, denn er hat die Kieferoperation jetzt hinter sich und kann bald wieder ein normaler Junge sein. Also, Freunde, viel Spaß beim Tun von vielen Dingen. Ciao.